In der heutigen News-Folge geht es um Formel 1 kündigt Verträge mit Kamerapersonal, portugiesische Rennstrecken erhalten Grad 1-Zertifikat, Rennfahrerlegende Sir Stirling Moss verstorben. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu den News. Die Formel 1 hat die Verträge mit dem Kamerapersonal für die Saison 2020 gekündigt und nein, das bedeutet nicht, dass diese nicht stattfindet. Das hat folgenden Grund. Der Sport stellt jedes Jahr eine Anzahl von Betreibern ein, die bei den Rennen dabei sind. Aber da jetzt schon einige Rennen verschoben oder gar abgesagt wurden, werden die Verträge mit ihnen storniert. Die Wahrscheinlichkeit wächst, dass es mit der Pandemie noch weitergeht und auch, dass es Geisterrennen geben wird. Dadurch reduzieren sich die Anzahl der Kameras an der Rennstrecke. Wenn ein neuer Rennplan bestätigt wird, werden die Kameramannschaften auch wieder eingestellt. Die Kündigung ist nur eine vorübergehende Maßnahme. Die portugiesischen Rennstrecken Algarve und Estoril haben von der FIA das Grad 1-Zertifikat erhalten und hoffen nun auf eine Formel 1-Rückkehr. Dieses Zertifikat ist das höchste Level, was die FIA für solche Rennstrecken anbietet, um ein Formel 1-Rennen dort stattfinden zu lassen. Der Portugal Grand Prix wurde zuletzt 1996 in Estoril gefahren, wo sie 13 Mal zu Gast waren. Laut dem Algarve-Direktor arbeiten sie seit letztem Jahr an der Lizenz und haben die von der FIA angeforderten Änderungen vorgenommen. Eine Möglichkeit, einen Grand Prix zu organisieren, besteht, aber sie wollen die derzeitige Pandemie abwarten. Die beiden Rennstrecken stehen genauso auf der Liste für Testfahrten wie auch der Circuit Paul Ricard und der Circuit de Catalunya. Eines der Teams in der Startaufstellung wäre daran interessiert gewesen, einige Tests auf dem Algarve Circuit durchzuführen. Aber jetzt kommt meine Community ins Spiel. Welches der beiden Strecken könnt ihr euch in Zukunft in der Formel 1 vorstellen, auch was Testfahrten angeht? Entweder ein Kommentar oder oben rechts in der Infokarte abstimmen. Stirling Moss ist heute Morgen im Alter von 90 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Vor 3 Jahren war er wegen einer Brustinfektion lange Zeit im Krankenhaus. 1951 stieg er in die Formel 1 ein und 3 Jahre später fuhr er zum ersten Mal aufs Podium. Ein Jahr später wurde er als Mercedes-Werksfahrer Vizemeister und ging in Le Mans an den Start, wo er einen tragischen Unfall miterlebte. Sein Markenkollege und mehr als 80 Zuschauer verstarben. Für diese Konstrukteure ist er damals an den Start gegangen. Weltmeister ist er in den 10 aktiven Jahren zwar nie geworden, dafür aber 4-mal Vize-Weltmeister. Weitere Statistiken von ihm sind 16 Rennsiege, 16 Pole Positions, 19 schnellste Runden, 186,5 WM-Punkte und 24 Podestplätze. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die Verträge zu kündigen ist gerechtfertigt und falls es dann in der Zukunft weitergeht, werden sie wieder eingestellt. Man muss das wegen der Pandemie berücksichtigen. Meine Meinung zu den neuen Rennstrecken ist immer dieselbe. Solange dort Spannung auf der Rennstrecke herrscht und es nicht langweilig ist wie ein Sack Reis, kann ich mir das vorstellen. Und vor allem waren die beiden Rennstrecken ja bereits im Rennkalender. Man erinnere sich mal an 1984, wo in Estoril das WM-Finale zwischen Alain Prost und Niki Lauda gefahren wurde, oder ein Jahr später Ayrton Sennas erster Sieg in einem Regenrennen. Das sind traurige Nachrichten. Ein großartiger Fahrer ist von uns gegangen. Ruhe in Frieden, Stirling Moss. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von DEFCON Zero. Er fragt, ist nur das DRS dann verboten oder auch das PAS? Das Dual Axis Steering von Mercedes wird für nächstes Jahr verboten und das Power Assisted Steering von Ferrari ist erlaubt. Ich wüsste auch nicht mal, warum sie das verbieten sollen, weil es gegen nichts verstößt und weil man auch während der Fahrt nichts manuell verstellt. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.